So, da sind wir zurück. Hallo, liebe Freunde von mir. Letzte Folge war ein bisschen, ich sag mal, einseitig, weil wir die ganze Zeit die Verhandlungen nie geführt haben. Aber jetzt habt ihr eine ganze Menge Story mitgekriegt von gestern, von dem Spiel. Und jetzt geht's weiter. Die Verhandlungen sind an sich durch. Wir müssen jetzt noch ein paar Kleinigkeiten herausfinden, wie zum Beispiel wir einen Drachen nach Weißlauf kriegen. Und mal gucken, was uns Esbern dazu sagen möchte. Oh, jetzt kann ich aber nicht über die Distanz mit ihm reden. Schade eigentlich, aber gut. Es gibt da wohl leider ein Problem. Ein schwerwiegenderes. Ich habe herausgefunden, wer der wahre Anführer der Grauberke ist. Patunax. Was habt ihr entdeckt? Er ist ein Drache. Nein! Und zwar nicht irgendeiner, sondern Alduins rechte Hand. Er ist für viele Gräueltaten verantwortlich, die damals im Drachenkrieg begangen wurden. Die Klingen jagen ihn seit Jahrhunderten. Aber er wurde von den Graubärten und dann von den Kaisern beschützt. Um der Gerechtigkeit willen muss er für sein Verbrechen mit dem Leben bezahlen. Bis das geschehen ist, verhindert mein Schwur als Klinge leider, dass ich euch Hilfe anbiete. Ach nun komm. Töte Patunax. Wie können wir einen Drachen zur Drachenfeste locken? Ich habe schon mit diesem Problem gerechnet. Während ihr dieses Treffen vorbereitet habt, habe ich die Bibliothek des Tempels der Himmelszuflucht besucht. Ein vergessener Schatz verlorenen Wissens. Aber das Wichtigste ist, dass die Klingen die Namen vieler getöteter Drachen aufgezeichnet haben. Ja, das weiß ich. In Kombination mit Delphins Karte von Drachenfriedhöfen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einen der Drachen gefunden habe, die Alduin wieder zum Leben erweckt hat. Wie soll uns das helfen? Versteht ihr denn nicht? Nein. Die Namen der Drachen bestehen immer aus drei Wörtern der Macht. Schreie. Wenn ihr den Drachen mit der Stimme ruft, wird er euch hören, wo immer er sich auch aufhält. Okay. Warum sollte er kommen, wenn man ihn ruft? Er wird dazu nicht gezwungen. Aber Drachen sind von Natur aus hochmütige Kreaturen und würden nie eine Herausforderung ablehnen. Insbesondere eure Stimme sollte diesen Drachen interessieren. Immerhin habt ihr Alduin besiegt. Ich halte es für höchst wahrscheinlich, dass er nicht widerstehen kann und eurem Ruf nachkommen wird. Und wie lautet der Name des Drachen? Oh, in der Tat. Im Gegensatz zu diesen werten Herren bin ich kein Meister der Stimme. Aber es steht hier in dieser Schriftrolle geschrieben. Od-Awing. Geflügelter Schneejäger, wenn ich das richtig verstehe. Okay. Was? Habt ihr etwas gesagt? Cool. Schon mal geklappt. Das hätte schlimmer ausgehen können. Jetzt liegt es ganz an euch. Naja, geht so. Sobald ich darauf zurückkomme, werde ich meine Männer kampfbereit machen. Also, wir müssen jetzt den Schrei lernen. Beziehungsweise, nee, den Schrei haben wir jetzt gelernt, oder? Braucht ihr etwas? Wir haben uns nichts zu sagen, solange Patunax noch lebt. Muss ich jetzt echt Patunax töten? Muss ich das tun? Patunax, da. Delfin und Esbern haben herausgefunden, dass Patunax einer von Alduins Hauptverbündeten während des Drachenkriegs war. Sie werden mir erst wieder helfen, wenn ich ihn getötet habe. Patunax hat mir aber auch gegen Alduin geholfen. Das lasse ich erstmal noch so im Raum stehen mit Patunax. Nachdem ich Alduin auf dem Gipfel des Halses der Welt bezwungen hatte, ergriff er die Flucht. Vielleicht kann mir einer seiner Drachenverbündeten verraten, wo er ist. Dem Rado von Weißlaufer zugestimmt, mich bei der Gefangennahme eines Drachen in der Drachenfeste zu unterstützen. Ich habe einen Schrei erlernt, der den Namen des Verbündeten
Alduins trägt. Mit ihm kann ich diesen in der Drachenfeste rufen und dort festsetzen. Ich habe ihn erst in meiner Gewalt. Habe ich ihn erst in meiner Gewalt, kann ich ihn verhören, um Alduins Hort zu finden. Dort werde ich ihm dann ein für alle Mal den Garaus machen. Geil. So, alles klar. Auf zur Drachenfeste. Das mit Patunax, schreibt mir in die Kommentare, aber das mit Patunax, ich weiß noch nicht, ob das so gut ist mit Patunax. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich glaube, ich habe auch ein, zwei Sachen zum Entzaubern. Das kann ich mal eben machen. Ey, geh mal weg da. Besucht ihr die Drachenfest? Entzaubern. Elfenbogen der Unbeweglichkeit. Und gesegneter kaiserlicher Bogen. Vulkanglasschwert des Gefrierens. Das zielt leider 20 Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Wie geil. Das ist ein bisschen besser als mein Frost. Wie mein Eisspalter, oder? Eisspalter 36. 36, 14 und 13. Das ist sogar schwerer. Das kann ich verkaufen. Vulkanglasschwerter sind irgendwie... haben alle gleich viel Schaden. Okay, na gut. Also, Jarelein, Attacke. Wir sind bereit, Drachenblut. Gebt einfach das Kommando. Seid ihr bereit, die Falle für den Drachen zuschnappen zu lassen? Meine Männer stehen bereit, wie versprochen. Sehr geil. Die großen Ketten sind geölt. Wir warten auf euer Kommando. Ich bin bereit. Fangen wir den Drachen. Meine Männer wissen, was zu tun ist. Ich weiß es nicht. Stellt sicher, dass ihr eure Schuldigkeit tut. Ich lege das Schicksal meiner Stadt in eure Hände. Ich werde mal speichern. Das könnte nämlich auch voll in die Hose gehen. Rufe Overdien zur Drachenfeste, aber wohin genau? So. Hier oben wahrscheinlich irgendwie, ne? Wo ist denn Riften? Da ist Makrat. Wo ist denn Falkenring? 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 Da ist Falkenring. Wo ist Riften? Windhelm. Riften müsste doch da hinten sein, oder? Da ist Riften. Ist irgendwie noch blau. Oh, 6 Gold, wie schön. Oh, 7 Gold, wie schön. Großstufe, okay. Der höchste Berg im ganz Tamriel ist Himmelsrand, Hals der Welt. Interessant, das sieht ja geil aus hier. Einen Plan parat, um einen Drachen anzulocken, oder? Ja, ja. Ich habe doch den Schrei gelernt. Also los, beschwören wir euren Drachen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Hm. Also, nochmal speichern. Magie, Schreie, Drachenruf, Schneejägerflügel. Höre meine Stimme und erscheine. Ich rufe dich herbei in meiner Zeit der Not. Naja, geht so. Da ist ein Mond. Cool. Da hinten ist die Sonne. Gut, okay. Dann ruft euren Drachen mal. Wir sind bereit. Dann wollen wir mal. Und auf ihn! Ist noch nicht so was passiert, oder? Ihr habt doch einen Plan parat, um einen Drachen anzulocken, oder? Okay, er ist scheinbar gekommen. Dann kann ich jetzt... dann aktiviere ich jetzt mal Drachenfall. Drachenfall kann übrigens mal in die... Hört ihr das? Da ist er. Na, Junge?
Er ist mal draufgegangen. Ha, der ist runtergefallen. Nie herkommen sollen. Dachte, bleibt in Deckung, bis es unten ist. Ich habe ihn nicht getroffen, oder? Doch, ich habe ihn getroffen. Komm jetzt runter. Muss ich ihn jetzt eigentlich töten oder nicht so? Ich weiß es nicht. So sterben schon. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt gegen ihn machen soll. Soll ich ihn jetzt töten oder soll ich ihn... Also töten im Sinne von... der Gefallene bezwinge und nimm ihn gefangen. Okay, also doch. Schnauze. Alter, wie der Schaden rauskloppt. Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Verstehe ich jetzt nicht. Wie ist das passiert? Drachen fallen nochmal in die Favoriten. Drachenruf. Gut, dann ruft euren Drachen mal. Hab ich gerade. Wir sind bereit. Überlebe! Komm ran jetzt! Ach du Scheiße! Tritt er jetzt zweimal auf den Boden und ich bin tot, oder was? Komm, ist nicht sein Ernst! Was ist denn mit dir nicht richtig? Das ist doch nicht sein Ernst jetzt, bitte! Hallo? Das ist schiefgelaufen. Magie, Schreie, Favoriten, Favoriten. Ah, okay, interessant. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Du stirbst übrigens gleich. Ich wollte es nur noch mal sagen, ne? Musik ist ja schon mal episch, aber das brauche ich übrigens. Ich könnte ja vielleicht noch mal was anderes ausprobieren, wie zum Beispiel von abgesehen mal viel voll machen.
Der macht mich hier echt nackt, ne? Ohne Spaß. Ja, gleich habe ich ihn. Ja, warte nur! Mach was! Muss ich ihn da vielleicht reinschubsen? Warte. Fuß runter! Nee, das muss ich nicht. Huch! Was war das? Hä, verstehe ich jetzt nicht. Der Gefallene. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich muss das echt nochmal machen. Ich glaube, wenn wir soweit sind, dann müssen wir hier irgendwie mal was aktivieren, oder? Oder ich glaube, ich muss hier reingehen. Gut. Dann ruft euren damit er hier reinkommt, damit wir ihn dann fesseln können irgendwie. Aber das war schon mal nicht schlecht hier, so der Grundgedanke. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Von dem, was wir getan haben. Nochmal von vorne, schreie, also nochmal den Drachenfall auf F, den Drachenruf. Rufen können wir ihn schon mal. Derweil Zaubertränke. Gesundheit wird um 20 Punkte erhöht erstmal und dann Lösung der Stärke. Ich könnte hier nochmal eben schnell giftig noch mal. Das kann ich auch mal benutzen eigentlich, ne? Wo ist denn hier mein da und das? So, ich bin jetzt erstmal massiv ausgerüstet. Jetzt noch mal eben schnell das hier. Jetzt mache ich noch mal ein Save. Beziehungsweise, nee, ich muss ja erstmal Drachen... Das wollte ich, danke. Dann ruft euren Drachen mal. Wir sind bereit. Hört ihr das? So, erwischt! Wer bist du eigentlich? Da kommt er. Achte! Bleib in Deckung, bis es unten ist. Ja! 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 Kann ich ihn vielleicht währenddessen schon mal... Wirkte Zaubertränke. Erstmal 20 Tränke gefressen. So, ich laufe mal hier rein. Gucken, ob er mir folgt. Komm ran. Er folgt mir nicht, okay? Nicht so cool. Was muss ich denn jetzt machen? Okay, was wir jetzt machen, machen wir in der nächsten Folge, damit das richtig schön spannend ist, weil wir sind jetzt bei den 20 Minuten. Also,
Nächste Folge haben wir diesen Drachen gefangen. Und dann werden wir ihn mal ein bisschen ausquetschen. Also, bis dann. Tschö.